Jo, was geht ab, meine Freunde? Mike Niklas am Start hier. Ich zeige euch jetzt mal meine Terrasse. Und da zeige ich euch, was wir in den nächsten paar Wochen ändern wollen. Ich will die richtig schön fresh machen und da kommen ein paar coole Sachen hinzu. Vielleicht habt ihr auch noch eine Idee, was da noch hinkommt. Man kann auf jeden Fall mega viel draus machen. So. So, wir sind hier jetzt auf meiner Terrasse. Hier ist schon eine richtig geile Sitzgelegenheit. Und ja, wir gehen hier mal rum. Ich zeige euch hier mal. So, das ist meine Terrasse. Guck mal, wie riesig die ist. Hier wird einiges geplant sein. Noch ganz viele Stühle, hier ist eine Sitzgelegenheit und hier ist gut, es sieht halt nicht, guck mal hier, überall viel Gras und so, naja egal, gehen wir mal auf die Seite hier. Wir wollen hier einiges ändern, ich weiß auch nicht genau, was wir hundertprozentig ändern und wie wir es ändern, aber wir wollen es ändern. Und ja, da ist einiges geplant, auf jeden Fall wird erstmal alles sauber gemacht, der Tisch hier kommt weg, wenn man den so sieht. Der Tisch kommt weg. Dann haben wir hier eine riesige Fläche, da eine riesige Fläche. Die Sitzgelegenheit wollen wir woanders hinstellen. Kommt eventuell entweder hier an den, Rand. Müssen wir nochmal genau schauen. Und dann kommen noch so zwei, drei geile Gadgets hinzu. Ich will hier ein bisschen Erhöhung haben. Sag mal, dann sieht man hier halt derbe viel. Und kann hier halt so reingucken. Und ich will das so ein bisschen entspannt und secret haben für mich. Wird sich da in den nächsten Wochen und Monaten ein bisschen was ändern. Aber egal. Das wird auf jeden Fall nice und ich will euch da auf jeden Fall mitnehmen. Ich werde da ein paar Folgen machen. Und zwar, keine Ahnung, wie ich das nenne. Wie gestalte ich meine Terrasse oder so. Und ihr könnt mitentscheiden. Oder was ist mitentscheiden? Wie wir was machen wollen. Und ja, dann schauen wir uns das halt mal an. In den nächsten Wochen und Monaten. Da wird nicht jede Woche eine Folge kommen. Aber alle paar Wochen wird es ein Update geben. Und ja, dann können wir halt mal schauen, wie wir das machen. Ich freue mich da drauf. Ja, das sieht auch voll schön aus. Aber da muss ich ja gucken, ob ich das lasse. Ja, will ich auf jeden Fall so eine Erhöhung hinmachen. So. Wird sich halt zeigen, wie sich das alles so machen lässt. Und vielleicht noch einen kleinen Grill oder so. Mal gucken. Ich muss ja eh erstmal warten, bis der ganze Corona-Kram durch ist, bis man dann Leute empfangen kann. Aber bis dahin will ich das schön machen. Weil ich habe hier knappe 18, 20 Quadratmeter. Und die will ich dann auch ausnutzen. Wie gesagt, hier, guckt euch das an. Ist riesig. Die Sitzecke ist mega geil. Auch wetterfest. Kommt dann wahrscheinlich hier unten. Also die drehe ich einmal im L so. Ja, wird sich zeigen. Auf jeden Fall wird es alle paar Wochen ein Update geben und ich hoffe, ihr seid alle dabei und freut euch dann darauf. Naja, auf jeden Fall würde ich mal sagen, das war's so, absolute Ruhe. Jo, was geht? Ich nehme jetzt hier nochmal aus dem Auto auf und wollte noch ein bisschen was erzählen, was ich in meinem Garten machen möchte. So grob, also ich habe euch ja erzählt, dass ich da die Sitzecke umräumen möchte. Ich würde gerne einen Sichtschutz haben, dass sich unbedingt jeder bei mir reingucken kann. Und ja, mal gucken, was da so noch alles kommt. Oh, meine Kamera ist leider fast leer. Ich hoffe, die schafft das noch. Genau, dann wollte ich noch aufnehmen. Dann wollte ich noch, was soll ich noch ändern? Genau, wir wollten noch einen Grill holen. Wir wollten noch eine Bar wahrscheinlich bauen. Und das Highlight ist, es wird wahrscheinlich ein Whirlpool hinkommen. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, 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 sehr riesig, dass ein Whirlpool hinkommt. Das ist so das Highlight überhaupt. Und das wird, wie gesagt, wie ich im Video eben schon erwähnt habe, es wird ein Projekt über Monate sein. Vielleicht sogar über Jahre, es wird immer was zu ändern sein. Aber es wird halt immer in mehreren Parts rauskommen. Nicht jede Woche, vielleicht alle drei Wochen oder so. Mal gucken. So ein Sommerprojekt für dieses Jahr.
Da habe ich echt Bock drauf. Und da freue ich mich auch mega drauf, dass das dann, wenn das dann nach und nach losgeht und weitergeht und so. Ja. Freut euch auf jeden Fall drauf. Ja, wir haben in Hamburg jetzt langsam kommen bessere Zahlen. Ich sag mal so ein kleines Update dazu noch. Wir haben in Hamburg bessere Zahlen. Langsam, ja, ich bin mal gespannt. Also unser Lockdown geht noch bis, ich sag mal, ungefähr Ende Mai. Und mal sehen, wie wir dann weitermachen. Ich denke mal, dass wir danach anfangen, nach und nach alles langsam zu lockern. Und da kann ich dann auch mal mehrere Leute einladen. Ich sag mal, ich bin ja eh durchgeimpft. Kommt darauf an, ob dann Bekannte von mir schon geimpft sind und so. Da kann man auch wieder mehr Leute einladen und mit mehr Leuten was machen und so. Aktuell ist die Situation natürlich immer wieder schwer. Aber naja, wird sich alles zeigen. Naja, ich denke mal, ich beende den Vlog jetzt auch langsam. Schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr gerne noch in meiner Terrasse sehen wollt. Inspirationmäßig. Würde ich mich drüber freuen und da kann man gucken, dass man das bestimmt noch irgendwie einbauen kann. Und ja, dann lasst uns doch gemeinsam dieses Projekt angehen. Und ja, dann würde ich mal sagen, wie gesagt, gebt dem Video einen Daumen hoch. Abonniert mich auch bitte gerne. Schaltet die Glocke ein. Und dann würde ich sagen, absolute Ruhe.